Was für eine Strategie, das ist doch wohl kein Spiel. Was ist das für eine Taktik und was ist das für ein Deal? Was wird geopfert und wofür, wen lässt man außen vor? Wer bleibt vor geschlossener Tür und wer draußen vor dem Tor? Wie wurden 6 Dörfer zu 5, hat man aus 2 1 gemacht. Den 1 davon verloren, im Nebel wurde das Licht dort ausgemacht. Hat man gedacht, man wäre klug, wirft 1 und fraß den Baggern hin. Kriegt so die anderen 5 gerettet, er kauft sich mit Verlust Gewinn. Er war clever und auf Draht beim Verrat an Lützerath. Und wer hat, falls einer fragt, wortreich Erklärungen parat? Keilenberg und Oberwestrich, Unterwestrich, Berberat. Sieh mal, Kuckum, reib die Augen und sag, um Lützerath. Als ich das erste Mal gehört hatte von Alle Dörfer bleib, war es 6. Teile und herrsche, nimm durch Teilen, den Rest sich sichern mit Beeilen. Was so auf der Strecke bleibt, man als unrettbar dann beschreibt, überlässt das, was gewesen, nun dem Abriss verwesen. Das Verlorene wird vergessen beim Leichenschmaus mit gutem Essen. Hakt man so zu 50 unter, schubst den von der Kante runter, der zuvor dabei noch war, als man zu 6 nach vorne sah. Glaubt man, man könnt mit Streichen für 5 mehr als für 6 erreichen. Und so, deshalb man den Strich solidarisch nur mit sich. Wer war clever und auf Draht beim Verrat an Lützerath? Und wer hat, falls einer fragt, wortreich Erklärungen parat? Keilenberg und Oberwestrich, Unterwestrich, Berberat. Sieh mal, Kuckum, reib die Augen und sag, wo blieb Lützerath? Gibt es im Braunkohlerevier Kannibalismus? Manches ist gewiss nicht zwingend, auch wenn man anderes gewiss muss. Darf man sich wundern, darf man fragen, was durch den Kopf geht, auch noch sagen, was doch die Neugierde erregt, wenn man einfach überlegt. Wann ging Lützerath verloren, darf man mit solchen Fragen bohren. Will man davon nun nichts mehr hören, nur überlaschet sich empört. Wenn sich 2 Einzelkämpfer wehren, sich trauen, zum Selbstschutz auszuscheren, stört das die Taktik vor Gericht, weil's Argumenten widerspricht. Das kann bei trickreichem Taktieren, wenn man nur taktisch denkt, passieren. Eckart und Kurt bleibt hart und fest, ihr kämpft nicht um Verlust.